Aloha, meine Lieben, und willkommen zur vierten Episode von Layers of Fear, Full Version. So, wir müssen, wie gesagt, die Teile, die wir hatten, schon mal nochmal machen. Die wir schon mal hatten, nochmal machen, so rum. Aber es gibt kleine Änderungen. What in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Wieso ist denn dieser Teil so dunkel? Oh. Okay. Mhm. Ja, jetzt wissen wir, dass wir die Schallplatte hier aufnehmen müssen. Und die hier drauflegen müssen. Und, Ups, ach Mann, manchmal lässt die Maus dann los und dann gibt es hier so komische Drehungen. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Wir gucken mal, ob wir hier noch was in diesem zerstörten Zustand hier noch was anderes finden. Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Achso, das habe ich eingesammelt. Ich wollte mir das nochmal angucken. Mhm. Okay, dann, das ist schon cool gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. So, jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. Sehen wir uns? Wir sehen uns trotzdem nicht. Das können wir auch nicht öffnen. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir haben unser nächstes Artefakt gefunden. Und landen jetzt wahrscheinlich in unserem Arbeitszimmer. Alles klar. Okay, die Truhe ist gar nicht da. Ich hatte mir erstmal Gedanken gemacht. Was steht da? Da steht diesmal nichts, doch. Form tritt heraus. Okay. Wir applyen das Ganze jetzt mal. Genau, das sieht aus wie dieser Gockel des Grauens. Was haben wir denn jetzt? Hass. Selbst jetzt verloren. Alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. That's dark. Okay, jetzt haben wir hier Nummer 2. 4 hatten wir schon gefunden und hatten wir 3 gefunden. Das wollte ich mir nochmal anschauen. Ah, es sieht so aus, als wären da die Ratten drin. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all.
Aber ein cooler Flask. So. Mal schauen, ob ihr... Ich mach die jedes Mal wieder auf, weil auf jeden Fall sind da jetzt schon mal andere Sachen drin. Es wird immer weniger, was hier drin ist. Okay, keine neuen Erkenntnisse. Puh, okay. Jetzt gucken wir mal. Jetzt hier haben wir wieder ein bisschen was gefunden. Okay, ich bin mir sicher, wir werden auch was übersehen haben. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht. Und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze Leidener Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Okay, ja, dann wieder raus hier. Habe ich vergessen, dass das passiert. Och, schön, aber wenigstens habe ich jetzt wieder Gänsehaut überall. Abgeschlossen. Wir schauen nochmal hier rein, ob hier da neue Bilder irgendwann mal drin sind. Das weiß ich nicht. Nee. Moment, ich bin sofort wieder für euch. Ach, jetzt habe ich das hier gerade verschoben. Moment. Wir versuchen mal hier durchzugehen. Nein, ist geschlossen. Aber hier ist ja auch verschlossen. Ich kann es trotzdem anfassen. Na, no kidding. Okay, dann die hier. Ah, ich kann wieder zurück. Oh Gott. Erstmal zumachen. An ihn erinnere ich mich überhaupt nicht. Null. Okay, kann ich nichts an... Ach doch, ich erinnere mich vage. Mann, ich erschrecke mich aber trotzdem immer wieder. Okay, dann halt nicht. Ich weiß nie, ob hier was hinter ist oder so, aber ich kann da ja nicht wirklich hintergucken. Okay, alles klar, dann gehen wir halt hier wieder rein. Soll mir auch recht sein. Ja, natürlich, abgeschlossen. Ach ja, der Mist. Da war gerade was. Mist. Das ist verpasst. Knackt das schon wieder so in meinem Ohr. Ich möchte hier bitte irgendwo Licht anmachen, danke. Quälende Imitatoren, klopf, klopf, klopf. Ich lasse sie nicht herein, nur Kleider hinterlassen. Brrr. Ah, hier ist auch noch eine. Ich kann ja aber auch nicht heller machen, ne? Okay, dann immer dem Geist hinterher. Komische Zwischenräume gibt es hier. Kreative Blockade. Mhm.
natürlich. Oh Gott. Oh, das ist ja. Oh, das ist so schrecklich, meine Lieben. Ach ja, der Kack. Moment mal, das wäre eigentlich ein geiler Dingens. Moment mal, ich muss mal eben die Cam wegmachen. Vielleicht nehme ich das als. Moment. So. Wer weiß. Ich muss mir die Option offen halten. Vielleicht nehme ich das als neues. Ihr wisst schon. So. Geht eh wieder auf. Boah, ist das unheimlich da mit dem Schatten. Die sind auf jeden Fall neu, diese Bilder. Also sie sagt mir auch überhaupt nichts. Ah ja. Jetzt ist hier natürlich mal wieder alles anders, ist ja klar. Oh. 9. Juni, vergiss es nicht. Ups, sorry. Hallo. Okay, das kann ich nicht. Kann ich da drunter noch? Nein. Das haben wir schon auch schon gelesen, ne? 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein, wie besessen, an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat, dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick, eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Okay, das kommt mir jetzt dann doch bekannt vor wieder. Oh. Das habe ich auch vergessen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas auch vergessen habt, dass das passiert. Ich drehe echt durch. Licht an. Danke. Ja, bringt. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie trotzdem nichts. September. 15. September, heute wieder neue Zettel, sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Oh, und hier sind wir wieder. Täglich grüßt das Layers of Fear Tier. La 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 la. Okay, da ist uns vorhin. Ah ja. Ah ja, genau. Jetzt kommen wir wieder zu den Büchern, die stilvoll drapiert sind.
Okay, wir machen hier hinten mal das Licht an. Da können wir durch. Ich schau mal eben, ob wir hier auch durch können. Oh, hier können wir auch rein. Oh shit, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hingehen soll. Ach nee, das, genau. Gehen wir erstmal hier rein. Blinde Narben. Ignoranten. Blinde Narren. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Ja, also. Okay. Dann gehen wir jetzt mal durch diese Tür, die wir gerade aufgemacht haben. Um Gottes Willen, meine Lieben. Ach, der Schissel, wo ich dann gleich rückwärts gehen muss, ne? War das nicht das? Oh. Oh, Scheiße. Oh Gott, ich will da gar nicht runter. Oh mein Gott. Hä? Das konnte ich beim letzten Mal auf keinen Fall, oder? Da runter? Kann ich das nicht nehmen? Upsala, sorry. Nee. Oh, konnte ich hier beim letzten Mal auch schon runter? Bin ich immer wie blind da dran vorbeigelaufen? Oh, wow. Ich glaube, ich bin an der... Boah, das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Ich glaube, ich bin an der Wand vorbeigegangen. Da war das noch nicht. Dann habe ich mich umgedreht. Und dann war auf einmal ein Gang nach unten. Ich weiß nur, dass wir hier immer runtergeschaut haben, aber nicht, dass wir hier runter konnten. Oh, ist das creepy. Meine Güte. Ich komme nicht. Doch, komme ich. Ich muss mich genau umschauen. Mhm. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, bla bla bla. Ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen, oder? Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen, boah, dieses Ring macht mich wahnsinnig, sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschreiben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren.
So, ich muss hier weg. Ey, es tut mir leid, wenn ihr jetzt alle einen Hirnschaden davon getragen habt. Okay, dann laufen wir jetzt mal in die Richtung. Hello? Yes, speak. Yes. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Okay, das hätte ich auch ohne Ringing haben können. Ring, ding, dong. Ring, ding, 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 dong. Muss ich jetzt wieder in die andere Richtung laufen? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich glaube ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aha. Maybe not. Okay. Dann, nein. Dann laufen wir hier rum. Okay, hier ist auch Sackgasse. Oh, wow. Dann, ja, was steht da? Restless Memories. Ruhelose Andenken. Yes, I remember this. Licht. Licht, kann ich hier irgendwo Licht anmachen? Oh Gott, Leute. Ich glaube, ich will die Tür hier zumachen. Boah, Gänsehaut mal wieder. Irgendetwas, was neu ist, was wir uns anschauen können? Nein. Ich frage mich, wo solche Bilder dann versteckt sind. Flatternder Schrecken. Seid still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten. Okay. Versuchen wir mal hier durchzugehen. Macht das irgendwas? Nicht wirklich. Sieht auch aus, auf jeden Fall ein bisschen anders aus als... Okay, das ist mit Licht an, ja. Das sieht auf jeden Fall anders aus hier. Der echt mir hinterher. Oh Gott, jetzt habe ich einen Dachschaden. Hier ist die Flasche hingeholt. Hoffnung, was? Tötet den Geist?
Oh my God. Okay, es sind schon Änderungen. Es ist, glaube ich, gerechtfertigt, nochmal neu anzufangen. Oh wow, Leute. Oh Gott, jetzt wieder hier gucken. Ich weiß nicht, ob wir nur eine Etage weiter runter müssen. Okay, alles klar. Stimmt, das habe ich, glaube ich, vorhin versucht zu lesen. Gib dir Hoffnung auf, solange du kannst. Ach ja. Diese super positiven... Okay, das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Meine Lieben, wir machen hier in der nächsten Episode weiter. Oh, ich will, das ist wirklich so krass, wie angespannt ich bin, wenn ich dieses Spiel spiele. Und jetzt nochmal wieder von vorne angespannt, weil halt kleine Änderungen da drin sind. Und ich kann mich nicht mehr so super erinnern. Das kommt noch dazu, um Gottes Willen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.